Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Memory PC mit Ausstattungsmerkmalen wie Intel i3 10100. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Desktop-PC für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Desktop-PC werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, heutzutage kann man unglaublich viel digital erledigen und da kann so ein PC zu Hause durchaus eine nützliche Anschaffung sein. Wenn du überlegst, wäre vielleicht ein Laptop oder ein Desktop-PC für mich besser? Diese Frage stellen sich nämlich viele. Das kannst du vor allem dadurch entscheiden, ob du zum Beispiel gerne mobil bist, während du die Gerätschaft einsetzt, also mal im Zug oder bei Besuch oder so, ja. Dann ist nämlich ein Laptop meistens besser geeignet. Wenn du dir jedoch zu Hause so eine kleine Arbeitsecke oder sowas einrichtest, dann könnte ein Desktop-PC in meinen Augen die bessere Wahl sein. Preislich finde ich, wird dir hier aus dem Hause Memory PC ein faires Angebot gemacht in Relation zu den Ausstattungskomponenten. Das ist aber meine Einschätzung. Ob es für dich der richtige PC ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige PCs auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welcher am besten zu deinen Vorstellungen passt. Ich finde, designtechnisch kann er sich durchaus auch sehen lassen, ist natürlich eine Geschmacksfrage, ganz klar. Ich halte ihn durchaus für eine nützliche Anschaffung, vor allem wenn es jetzt so um typische Organisationsarbeiten geht, ja. Da finde ich, könnte sich so ein PC besonders gut eignen. Aber ganz klar, die Auswahl des richtigen Computers wird dir deutlich, deutlich einfacher fallen, wenn du vorher genau weißt, für welche Zwecke du ihn in etwa einsetzen möchtest. Für so typische Organisationsarbeiten würde ich sagen, kann sich so ein PC besonders lohnen. Gibt natürlich noch andere Anwendungsbereiche, wie bereits gesagt. Wenn du das selbst so ein bisschen weißt, ist dir die Auswahl meistens leichter. Ich kann mich hier in erster Linie auf das Preis-Leistungs-Verhältnis beziehen und das macht auf mich persönlich einen fairen Eindruck. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zu diesem PC aus dem Hause Memory PC. Das Amazon-Angebot werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Danke für deine Aufmerksamkeit, alles Gute und ciao.